Willkommen zurück zum Bienen-Simulator. So. Haben wir denn... Ich glaube, wir haben erstmal hier nichts weiter in der Nähe, ne, an Aufgaben. Wo ist denn? Ach, da ist unser Zuhause. Ich würde trotzdem noch nicht in den Bau fliegen, weil ich nochmal zumindest Nebenaufgaben erfüllen will, bis unser Pollensack voll ist. Hatte ich die Kuh eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung. Mu. Scheinbar schon. Irgendeinen Waschbären hatte ich, glaube ich, auch schon, obwohl wir den, glaube ich, letztes Mal noch nicht hatten. Und ich glaube tatsächlich, nach jedem Besuch im Bau, das hängt gar nicht vom Fortschritt der Hauptstory ab, ändert sich so ein bisschen die Tageszeit. Oh, was ist das denn? Okay. Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr raus jetzt. Ah, noch ein Rennen, okay. Freue ich mich natürlich nicht so, aber muss ja auch erledigt werden. Oh, ich glaube, in diesem Gehege waren wir noch gar nicht, ne? Was haben wir denn da für ein Tier überhaupt? Ein Bär, okay. So, sonst ist, glaube ich, hier nichts weiter, ne? Hey, warum haben alle anderen Angst, mit dir um die Wette zu fliegen? Ha! Vielleicht liegt es daran, dass meine Rennen wirklich wild sind. Versuch's mal und du wirst sehen, was ich meine. Der fliegt doch noch weiter vor. Alter, was? Ich habe keine Ahnung. Alter, du kriegst doch niemals diese Winkel so krass gut hin. Die ist einfach mal weitergeflogen. Diese Bienen sind unruhig. Oh, ein Kampf gleich. Ich frage mich, was sie so sehr verärgert hat. Wo fliege ich denn jetzt hier gegen? War da wieder Glas oder was? Hey, Biene, du betrittst Wespenterrain. Soweit ich weiß, gehört der Park allen. Ach ja? Wir werden noch sehen. Thank you.
keine Chance hatte. Bienen sind unruhig. Ich frage mich, was sie so sehr verärgert hat. So, und dann noch das hier. Was ist das hier eigentlich für ein Gehege? Was ist hier? War das die Möwe? Hier muss doch irgendwer drin wohnen. So, ich glaube, dieses Ding hier bezieht sich auf die Entfernung, die man zu... Ah! Hallo? Ein kleiner Panda ist das, ey. Oh, ist das süß. Dich hatte ich schon, ne? Hey, was siehst du dir an? Sieh dir die Blume an! Sie ist unglaublich! Aber sie ist so nah an diesem großen Bären! Ich habe keine Angst. Ich werde dorthin gehen. Rechts, links und runter. Rechts, links, hinten, oben. Das ist easy peasy. Jetzt kennst du den Weg. Viel Glück. So. Bei den Bären hätte ich auch so gefunden. Würde ich fast vermuten beim Schlafenden, oder? Oder auch nicht. Das Gute ist, bei diesen Aufgaben geht das Speed gleich mal komplett hoch. Was sie so sehr verärgert hat. Und eine weitere Nebenaufgabe. Der große Gestank. Hirschkäfer? Hey, flieg nicht in die Tropen. Es gibt so viele tolle Blumen dort drin. Tut mir leid, aber wir haben einen Notfall. Dort drin gibt es eine wirklich große Blume. Die größte, die ich je gesehen habe. Wow, wirklich? Das klingt aber toll. Das dachten wir, bis sich die Blume öffnete. Es ist schrecklich. Sie stinkt nach totem Fleisch. Wir sind gerade noch herausgekommen, bevor sie uns erdrücken konnte. Oh, wow. Das klingt schrecklich. Aber wie werden wir sie los? Nun, es ist eine Blume. Sie wird in ein paar Tagen welken. Da bin ich mir sicher. Noch eher, wenn eine Biene sie bestäubt. Aber viel Glück dabei. Hm. Du hast gesagt, sie stinkt nach totem Fleisch? Ich frage mich... Vielleicht braucht diese Blume Fliegen. Finde ein paar Fliegen. Fleischfressende Pflanze, wa? Es stinkt wirklich, aber keine Fliegen. Jetzt muss ich hier schon wieder nach Müll sammeln, ich glaub's.
Ah. Hallo. Upsi. Yeah, cool. Hallo, ich will dich ins Archiv. Egal. Was für ein Gestank und keine Fliegen. So, noch ein Mülleimer oder was? Das sieht schon besser aus. Irgendwas ist drin. Alter, du musst gehen, Dina. Das ist unsere Mülltonne und unser Müll. Ich will deinen Müll nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Eine Biene braucht unsere Hilfe, Alter. Das ist krass, aber wir fliegen für keine Biene. Ich glaube nicht, dass ich das verstanden habe. Wirst du mit mir kommen? Das passiert nicht. Ich hab Müll, ich hab Sonnenschein. Es ist Nacht. Warum sollte ich irgendwo hinwollen? Weil es eine große Blume mit stinkendem Fleisch gibt, drüben in der Tropenzone. Es muss genau das sein, was ihr fliegen mögt. Nun, wir fliegen nicht. Du kannst uns nichts bringen. Es ist auch gut so. Ich habe gehört, dass ihr Fliegen so langsam seid, dass die Blume wahrscheinlich welken würde, bevor ihr überhaupt abhebt. Oh, kein Rennen. Wow, Alter, du disst unsere Flugkünste. Das ist einfach so uncool, Alter. Du entschuldigst dich besser, bevor wir wütend werden. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Wir Fliegen sind total krasse Flieger, Alter. Ach ja? Kannst du es mir beweisen, Alter? Wow. Forderst du mich heraus, Biene? Ein Rennen. Du gewinnst, ich entschuldige mich. Ich gewinne, ihr macht das, worum ich euch bitte. Oh. Du bist dran, Alter. Klasse, ey. Weil ich ja die Rennen hier auch so... Was, du? Hey, Alter, bleib cool. Wir werden tun, was du verlangst, Bienenfreundin. Gut. Flieg in die Tropenzone und genieße die Blume. Das ist nicht so schlimm, oder? Gut, Alter. Wir werden einen Zug von ihr nehmen. Wir schicken die in den Tod. Aber wie schnell waren wir plötzlich fertig, ey? Wow, so schnell ich noch nie ein Rennen beendet. Mal gucken, ob bei dem Schild eigentlich so ein You Are Here-Button drauf ist. Jo. Ich glaube, das bringt zwar aktive Bienen jetzt 3 auf einmal. Vielleicht sollten wir doch noch mehr zerstören davon. Speed! Ist das das Vieh oder was? Das ist eine hässliche...
hässliche Blume. Aber der Gestank ist weg. Herr der Fliegen. Ich denke, die Fliegen haben sie bestäubt. All diese Bienen sind unruhig. Ich frage mich, was sie so sehr verärgert hat. Nun gut, dann wird's wieder Zeit für ein Folgenpäuschen, Spitze. Bedanke mich. Bis denn.